Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und Leute, ihr seht schon, wir sind hier heute am Start in League of Legends Wild Rift. Das allererste Mal auf meinem Kanal. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Das Game ist erst vor kurzem rausgekommen im Google Play Store, Freunde. Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung, der erste Link. Und das Ganze geschieht auch in Zusammenarbeit mit der Google Play On Kampagne. Ist auf jeden Fall eine mega nice Sache. Und ja, wir haben auch übrigens vier andere Leute hier dabei. Zum einen in Sola. Moin! Genau, den Maudado noch. Hallo! Genau, einmal noch Johnny. Hallo! Und nochmal Ferdis, spricht man das so aus? Hallo! Jo! Okay, perfekt. Ja, genau. Sind auch alle in der Beschreibung verlinkt, Leute. Und ja, was ist League of Legends genau? Falls ihr das Game noch nicht kennt, es ist quasi ein 5 gegen 5 Game. Ein Multiplayer Online Battle Arena Game von Riot Games. Ich denke, viele von euch kennen das vielleicht schon. Ist jetzt quasi als Mobile-Game erschienen, ist richtig, richtig nice. Und ja, hier gibt es auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich viele Champions eben zur Auswahl. Ich kann euch mal einige zeigen. So, beispielsweise seht ihr, Freunde, wie viele verschiedene Champions es hier gibt. Ist auf jeden Fall mega, mega krass. Auch die Grafik und so fand ich auf jeden Fall direkt am Anfang schon mega heftig. Ja, wir starten auf jeden Fall gleich rein, Leute. Ich habe mich dafür entschieden, hier Nami zu spielen. Ich persönlich habe ja noch nicht so viel Erfahrung in League of Legends und das ist quasi so ein Support-Charakter. Das heißt, die anderen können mich auf jeden Fall gut carryen. Und ja, ich würde sagen, Leute, wir starten einfach mal rein. So, Freunde, außerdem gibt es noch ein fettes Google Play Karten-Gewinnspiel eben für euch in diesem Video, Leute. Und zwar einmal 50 Euro eben, zweimal 25 und zweimal 15 Euro. Ja, kommentiert einfach irgendwas in den Kommentaren. Die Gewinner werden ausgelost und auch natürlich bekannt gegeben. Und ja, ich würde sagen, weiter geht's mit dem Video. So, Freunde, hier sehen wir auf jeden Fall schon mal die Lobby, auch mit den Gegnern. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Im Prinzip ist das Kern-Gameplay genauso wie in League of Legends halt auf Mobile Gaming zugeschnitten und auf jeden Fall aber ziemlich, ziemlich gut umgesetzt, finde ich persönlich. Ich habe persönlich zwar sehr, sehr selten bisher League of Legends, wie gesagt, gespielt, aber ich habe auf jeden Fall Bock und ja, würde sagen, wir starten rein. Okay, sehr nice, dann würde ich sagen, let's go, wir gönnen uns hier schon mal ein Item und dann laufe ich mal eben mit Maudado hier mit. Genau, wir gehen auf die untere Lane und dann haben wir quasi auch zwei Gegner gegen uns. In dem Fall Ezreal und Nami. Quasi, du kämpfst quasi gegen dich selbst. Ah, wir haben jetzt endlich durchgespiegelt, ja? Top Lane sind zwei. Lol. Die haben es nicht verstanden, dass gewechselt wird. Also im Prinzip habe ich so einen Range-Charakter im Prinzip, Leute. Und ich kann auch ein bisschen meine Mates healen, wenn ich das schon freigeschaltet hätte, den Skill, wenn man das Kinder so nennt. Nami oder deren Support. Ja, aber das kriegst du gleich. Wenn wir die Minions töten, kriegst du Erfahrung und dann kannst du gleich heilen, weil ich habe gerade getowert, Elft. Okay. Jetzt habe ich schon mal dieses Stun-Ding für die Gegner. Und let's go. Ne, nicht getroffen. Perfekt. Oh Mann. Ja, Leute, ich bin auch auf jeden Fall ein bisschen Anfänger, aber ja, das ist ja normal, wenn man eben mit einem Game startet. Ich glaube, die anderen, ihr habt schon deutlich mehr Erfahrung, ne, als ich. Ja, halt am PC. In League of Legends ein bisschen, ja, also. Ich wurde aber gerade gekillt, also vielleicht ist Erfahrung auch einfach egal. Ja, ist okay, wir wurden auch umgebracht. Nice, perfekt. Fantastisch, wir sterben alle. Die Sache im Spiel ist eigentlich, wenn man stirbt, dann ist man nie selbst dran schuld. Eigentlich flamet man immer den Jungler, das wäre in dem Fall Sola. Perfekt. Ja. Oh, stimmt. Dann gehe ich jetzt auch immer runter, wenn du mal hier. Ich finde es auf jeden Fall echt krass, so, dass man so viele unterschiedliche so Fähigkeiten hat. Das ist echt sehr krass, muss ich sagen. Also auch natürlich am Anfang ein bisschen komplex, Leute, aber mit der Zeit auf jeden Fall. Wenn man da so reinkommt, muss ich echt sagen, ist natürlich ein sehr, sehr detailreiches Gameplay in dem Sinne. Und während der Quatsch macht er einfach nebenbei den Shutdown, ne? Einfach. Na, guck mal, lass mal die diven hier. Hier? So. Wie du die Space. Ja, die Alte. Hier, schöner hier, den haben wir eh, brauchen wir dich nicht für. Ich hab keinen Flash. Die Welle, let's go. Du bist gerade der Tower. Oh, oh, oh. Nein, ich wollte mich noch teleportieren. So. Okay, da bin ich jetzt auch wieder am Start. Let's go. Ja, ich komme, das spielen wir gleich. Warte, pass auf, warte noch kurz. Ja, ja, sieht gut aus, sieht gut aus, ich komme. Ja, ja. Toll! Da habe ich ein bisschen getrollt gerade, das ist schwierig. Oh, schöne. Oh. Die spielen halt aber gut, die Gegner, muss man den lassen, ne? Oh. Ja, ich nicht. Ich habe auch wieder Ult, ich komme von der Seite rein. Nice. Ja, ja, ja. Das kann unser Revenge-Deck sein. Wird gut, wird gut. Look, look, look. Oh, er kommt so low nochmal weg. Oh. Es ist halt immer die Frage, ne? Also in League ist es ja zum Beispiel so, wenn man zu früh die ganze Zeit zusammen rumläuft, dann gibt man halt viele Ressourcen auf der Map auf. Ich glaube, in dem Spiel kann man durchaus mehr rausholen, indem man einfach über die Map läuft und alles tötet.
Weil das Spiel ja schneller, sag ich mal, schneller snowballt. Wollen wir nach unten mäßig? Ich wäre hier für den Ezreal zu haben. Ja, ich bin fast tot, ich kann da nicht viel mitmachen. Na gut. Ich bin auch einfach mal nicht getroffen, Schalter. Ja, oh, Junge, deine Raketen sind aber auch lecker. Ja, das liegt alles an der Handysteuerung von Wild Rift, dem neuen Spiel im Play Store. Erster Link in der Beschreibung, Freunde. So. Paypal Link ist auch da. Mordados Paypal ist aufgeladen. Ja. War schon easy. 8 Sekunden habe ich wieder Q. Ich glaube, da geht noch was. Ja, ja. 5 Sekunden. 3. Das war 3. Rail von mir, sorry. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Oh, hä? LOL? Okay. Boah, ich bin so strong. Kommst du noch weg? Ich komm weg. Gefühlt war ich jetzt one shot down oder so. Die machen ja, der Ezreal knattert gut rein, ja. Ich glaube, wir müssen in die Mitte, oder langsam? Ich komm Mitte. Das ist eigentlich nur der Ezreal, vor dem wir aufpassen müssen. Wollen wir hier ein bisschen Thunfisch draus machen? Ja. Hier, komm mal hier. Schmeckt. Nice. Oh! Oh! Ich hab noch was, ich hab noch was. Kommen wir noch? Ja. Der Ezreal ist gecharmt, ist gecharmt. Stark, stark, stark. Nein! Lul. Digga. Oh nein. Das ist schon krass. Ich hab noch ein Q hier, aber ich glaube, das wird nichts. Oh, Charm für Ezreal. Doch, hier, guck mal. Ah, das sind der ist halt. Okay, der ist halt. Definitiv mehr Rüstung. Der Ezreal stellt ein leichtes Problem dar. So, ich komme mal zu euch. Sorry, ich hätte mehr sagen sollen. Oh, nee, war ja. Ich hab grad das Mauer eben noch. Achso. Hallo? Oh. Hallo? Oh. So low, zwei Leute davon. Hä? Die sind ganz schön. Oh, Alter, Junge, drin. Junge. Crazy. Ich glaub, es ist irgendwie, wa? Doch, ich komm. Ja, ja, komm mal. So, das wir müssen, wirklich einfach alles auf den Ezreal schmeißen und hoffen, dass es reicht. Na, ich hatte halt, also Melfred hat gerade eigentlich eine perfekte Ult getroffen, aber ich habe halt gepennt. An sich ist ich hatte auch vor nochmal, ich hatte nur kurz gesehen, oh, das würde jetzt klappen und hab. Ja, ja, das ist aber richtig, dafür habe ich ja Augen im Kopf von. Alter. Ich komm mit jetzt. Ja, die kommen ja so geisteskrank OP gerade vor. Ja. Ja, das sind ist auch. Wirklich, das ist ja nur der eine so, aber der ist halt dafür. Ich geh rein. Sehr krass. Oh ja, krass, ja, ja. Sieht gut aus. Das sieht doch nicht mehr so gut aus. Der stimmt doch immer nicht, ne? Oh, stark! Noch 3 Sekunden. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Ja, mit außer, dass unsere Base offen ist. Kleinigkeiten. Und die werden alle noch dafür sterben, glaube ich. Der heißt auch mal Yu-Gi-Oh! Der Typ. Das ist schon sehr verwirrt. Ich glaube, das ist ein Baron, ja. Ich hol mal einen Stein. Ich hol da einfach mal hin. Ist noch fast full, ne? Oh mein Gott, ich werde auch die Nami treffen. Oh mein Gott, was geht jetzt ab? Wir töten die einfach. Luke Ezreal, Luke Ezreal. Ich kann nicht mehr. Das ist. Oh, das war ein sehr schön. Ich geh zurück. Wir machen jetzt den Typen hier und der gibt uns dann einen Buff, mit dem können wir schneller pushen. Mhm. Also damit werden quasi unsere Minion stärke und dann machen die den Job. Okay, ist der gleiche Buff wie... Schön. Aui. Oh, danke für den. Mann, hinterfragt er nicht. Guck mal hier. Und? Ich kann nicht flashen. Nee. Ach, Mann, Digga. So. Ich steh im Weg. Der Ari ist noch sehr, sehr lange tot. Vielleicht können wir da was holen. Der Ezreal kommt von oben links. Ja, fühl ich. Look, Ezreal. Schade. Ja, der macht mir Angst. Ich hab noch Ult, ich hab Flash, der kann ja auch. Ich heil mal kurz. Oh, ich glaube, das ist jetzt der Moment, Jungs. Ja, ich sehe hier was. Seid ihr ready? Ja. Mhm. Seid ihr ready? Jo. Ezreal kann nicht. Nee. Okay, let's go. Oh, schmeckt! Ich mach die ADC Experience. Mach schnell den Tower, bitte. Ich sterbe hier ein bisschen. Ezreal nochmal? Oh. Nein. Noch ein bisschen heal. Nice. Boah, Junge, King. Dass der Ezreal lebt, ist aber auch nicht so egal. Er hat da GA. Oh, Junge. Ich muss kurz die heilen. Nee, Ding ist jetzt halt. Können wir noch schnell den Drake machen? Nee, lass mal hier die noch. Wollt ihr Ende machen, oder was? Ich will Ende machen. Oh. Die sind low. Snipe? Hast du? Oh, close. Oh. Stark.
Das ist aber auch ein bisschen Aim-Assist bei, sei ehrlich. Alter, lol. Nee, ich halt immer gedrückt und warte sehr lange. Esri? Nee, ich will den Turm. Ich schaff nicht, den Turm anzuvisieren. Das ist da drüber. Da ist da sogar eine Taste. Oh mein Gott, nein. Ach, da gibt's echt eine Taste. Ja. Oh mein Gott, okay. Ah, da ist Nasus. Den können wir töten. Mhm. Sehr gut. Die sind am Baron. Die gehen zu Baron. Wie schnell spawnt der denn? Da müssen wir da schnell hin. Ganz schnell dahin bitte, ja. Okay. Wie sieht's aus, oder? Ah, habe ich, kein Problem. Clear up. Esri? Oh. Ja, nein. Wie kann man so geil sein? Ganz ehrliche Frage. Kein Ding. Glück. Jetzt durch die Mitte durch? Gibt's dir nicht mal einen guten Job, dass ich den gesteelt habe oder was? Oh, das hast du ja, super gemacht, Sola. Wie kann man denn so geil sein? Okay. Oh, das kriegt ihr easy. Das haben wir, Jungs. Nice. Das Comeback. Let's go, Freunde. Da ist es. Sehr, sehr nice. So, da ist der Sieg. Zu keiner Zeit gefährdet. Nee, also war ein safe Game auf jeden Fall. Kriegt alle ein Like von mir auf jeden Fall. Sehr nice. Genau, Freunde. Das war's dann auf jeden Fall mit dem Video. Checkt auf jeden Fall unbedingt das Game ab. League of Legends Wild Rift, wie gesagt, im Google Play Store. Und natürlich auch unbedingt die Videos von den anderen, die hier eben mit dabei waren, auch abchecken, Leute. Sind dann auch in der Beschreibung. Gönnt euch. Und ich würde sagen, das war's dann für heute mit dem Video. Und ciao.